Voilà. Hier jetzt rein. Ich hab doch gesneakt. Mann. Das passiert mir ab jetzt nicht wieder, dass ich in dieses Loch hier reinfalle. Wo ist mein Bett? Da drüben ist das. Erstmal wieder voll heilen. Komm, davon geht doch die Sonne unter, ich sehe es doch. Ah, jetzt sehe ich sogar meine Burg. Zumindest ein Teil davon. Hey, sieht man nur die Zuckerrohrplantage, die ich oben drauf habe. Aber egal. Und nur Erde klatschen. Wie immer. Ich hab so irgendwie das Gefühl, ich mach nie was anderes. Außer Erde aus dieser Welt entfernen. Von den Kisten verschauen. Und auf einmal kommt eine Stimme. Keine Ahnung, woher die Stimme kommt. Das war so falsch wie bei Kühe. Kann ich mal für Leder auch mitnehmen? Ich wüsste keine einzige sinnvolle Verwendung für Leder. Tatsächlich. Ist wieder lustig, diese Ebene zu bringen erstmal. Das wird richtig lustig. Naja, egal. Schaf. Ja, oder Schafe. Hey. So. Das ergibt doch Sinn, so. Also das mit der Erde ist schon echt ein bisschen nervig sogar. Ja, muss ich nicht so weit runter hier. Ein Fotzenfan hätte gern eigentlich. Irgendwie. Ah ja. Ich bin gespannt, wie lange es dann dauert. An
Und am Anfang wird es ja länger dauern und dann, je weiter man runterkommt, desto schneller wird es dann gehen, weil der Abstand halt immer kleiner wird. Zur gegenüberliegenden Seite. Und das ist, denke ich, auf jeden Fall ganz gut. Ich muss sauer gähnen. Da hilft bestimmt ein Kühlerflug zu trinken. Ich glaube, das ist allerdings nicht sehr kühl. Das steht nämlich schon den ganzen Tag hier oben bei mir. Seit gestern. Und ja, es ist auf Raumtemperatur. Also Zitronenlimo, das Zimmertemperatur hat und kaum noch Kohlensäure beinhaltet, das waren die Kaugummis. Schmeckt nicht sonderlich lecker. Das überrascht jetzt wahrscheinlich nicht wirklich jemanden, dass das nicht gut schmeckt, aber es ist tatsächlich so. Der Mythos ist wahr. Und wow. My pickaxe has broken so far. And I don't know why I use this word so far at the moment. Ich sollte nicht Englisch reden. Mein Englisch nämlich ziemlich katastrophal. Nun nur. Was ist denn hier mit dem Windschirm los? Warum denkt er sich auf einmal, er macht Bildstörungen? Das war sonst nicht so. Ich glaube, ich bin doch nicht so ganz licht unabhängig hier hinten in dem Eck. Was ich eigentlich hoffte. Ja, wie meinst du? Wie viel Zeit haben wir noch? Viel. Jetzt ist es wieder weg. Ist wieder da. Ich habe eine gute Idee, was man dagegen machen könnte. Da sieht man es ganz leicht, dass er rauscht. Und jetzt muss ich meine In-Ear-Kopfhörer entfernen. Jetzt habe ich ein bisschen verdunkelt. Und schon sollte das Rauschen eigentlich zu 100%, ja, es ist weg. Das war abzusehen. Heißt für mich, ich brauche, um wirklich völlig unabhängig von vom Licht draußen aufnehmen zu können, einfach nur eine stärkere Lampe. Ja, das war's dann schon. Also es ist auf jeden Fall machbar, sag ich mal. Dass es gut funktionieren wird. Oder ich hätte einfach. Nee, hätte glaube ich gar nicht funktioniert. Doch, das hätte wahrscheinlich auch funktioniert. Mir kommt gerade eine Idee. Aber ich glaube, ich lasse diese Idee lieber mal Idee bleiben. Und setze sie nicht in die Tat um. Sonst müsste ich hier nämlich wieder umräumen und das führt definitiv zu nichts. Wird nichts mehr rauskommen, nichts Gutes. Außer dass mich wieder jeder umbringen will in diesem Haushalt, weil ich schon wieder umgeräumt habe. Darauf kann ich ehrlich gesagt auch verzichten. So, jetzt wird ja erst noch der Stein weggeklatscht. Wieso ist das überhaupt so ein hoher Berg gewesen? Okay, gut, es ist Alpha gerade, sind überall random Strukturen. Aber ne, egal. Das ist
jetzt erstmal so.